Hallo, Alexander Schumann hier. Morgen ist ja schon wieder Freitag, deswegen gibt es heute eine neue Ausgabe vom Fängnisvollen Donnerstag mit dem Thema Früh aufstehen. Ja, wie man sieht, war ich heute beim Friseur. Leider gibt es das heutzutage nur mit Termin und dieser war schon sehr früh am Tag, also um 9 Uhr morgens. Das bedeutete für mich, dass bereits um 8:30 die Nacht vorbei war. Sicher werden jetzt einige sagen, na und, ich stehe jeden Tag um 8 Uhr auf. Leider kann man es sich aber nicht aussuchen, ob man Früh- oder Spätaufsteher ist. Ich selbst bin ja eher ein Nachtmensch. Also nachts, da kann ich 1-2 Tage locker aufbleiben, ohne dass ich müde werde. Aber morgens bin ich nicht zu gebrauchen. Nicht, dass ich es niemals versucht hätte. Mein Wecker klingelt jeden Morgen um 6 Uhr und um 6.30 Uhr und um 7 Uhr. Um 7.30 Uhr, das ist dann wirklich entspannend, wenn ich mir dann denke, gut, dass ich noch nicht aufstehen muss. Ich bin auch schon mal früher aufgestanden, aber das war wirklich nichts für mich. Das ist genetisch vorgegeben, so wie die Haarfarbe, die kann man ja auch nicht ändern. Gut, man kann die Haare färben oder bleichen, aber irgendwann kommt die alte Farbe wieder durch oder grau. Aber langfristig kann man nichts dagegen machen, auch nicht mit Koffein. Bei den Haaren sowieso nicht und es macht zwar in der Früh wach, aber am Abend nicht müde. Und dann lebt man sein ganzes Leben gegen seine wahre Natur. Und das ist nicht gesund, aber gut für die Wirtschaft, das hatten wir schon mal. Denn der unfreiwillige Spätaufsteher und früh zu Bett geher braucht morgens Koffein, um wach zu werden und abends ein Feierabendbier, um schlafen zu können. So, das war's auch schon wieder für heute. Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr eher Früh- oder Spätaufsteher? In der Videobeschreibung findet ihr noch einen Link zu einem Video von Dr. Allwissend, passend zum Thema. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!